Das Wohnzimmer muss man ja auch sauber halten, ne? Jetzt noch eine Tüte Popcorn ins Autokino. Herzlich willkommen, ich bin Patrick Ludolf und wir sitzen hier gerade in meiner Wohnzimmercouch mit 4 Rädern. Wir sitzen in einem 87er Ford F250, die man so ein bisschen tackern hört. Hört ihr das bestimmt, ne? Darauf komme ich gleich nochmal zurück, wenn ich euch den Motor zeige, was es damit auf sich hat. Alles halb so wild. Das Auto kommt aus Kalifornien. Jetzt haben wir natürlich heute ein bisschen Pech gehabt und es hat permanent geregnet. Aber das ist nun mal der anfallende Herbst. Wir wollen euch trotzdem das Auto zeigen, weil wir merken, es kommt von euch zurück. Und die Kunden, die bei uns die Autos kaufen, wenn man sich die Bewertung auf Mobile oder so durchliest oder auch bei Google, die Kunden haben diesen Mehrnutzen von diesem Video. Also gibt es auch für dieses Auto selbstverständlich ein Video. Wir sehen gerade, es hat ein bisschen aufgeklärt, also suchen wir uns eine Stelle, wo wir euch auch ein bisschen das Auto von außen zeigen können. Auf geht's! So, wir haben uns, ich würde sagen, ein fast ruhiges Eckchen ausgesucht, zumindest ist es hier menschenleer, aber das herbstliche Wetter, das zeigt seine Wirkung. Wir starten jetzt erstmal mit dem Motor und den gucken wir uns das mal genauer an. Wenn wir uns hier die Tür, die Haubenkanten anschauen und sowas alles, sieht man, dass das alles ganz schick aussieht. Hier die Bleche sehen super aus, also wirklich hier im Innenraum ist das der Hammer. Zum Motor. Dieses nette Gefährt hat 7,5 Liter Hubraum, Benziner natürlich. Der braucht auch den ein oder anderen Liter, würde ich sagen, an Sprit. Wir haben das Auto gekauft von einem Typen, der hat das selber von einer Dame abgekauft, die das Ding hauptsächlich zum Pferdeanhänger ziehen genutzt hat. Ja, zum Motor. Motor läuft. Wir hatten jetzt gerade den Fall, dass wir die Ventildeckdichtung erneuern mussten, weil die undicht war und das ein bisschen Öl gekappt hat. Der Vorbesitzer hatte den Kühler erneuert. Der Kühler ist also auch neu. Ich glaube, der hatte die Zündkabel auch gemacht, so ein paar Kleinigkeiten, so ein bisschen Wartung. Als er das Auto von der Dame gekauft hatte, stand es zu dem Zeitpunkt gleich schon 2 oder 3 Jahre rum. Das heißt also, der musste einfach das Auto wieder so ein bisschen zurück ins Leben holen. Wir haben dem Ding noch eine neue Batterie spendiert, sodass der auch wirklich jedes Mal auf die erste Umdrehung sofort anspringt. Das macht einen zuverlässigen Truck aus, gerade wenn man den für die Arbeit braucht. Was wir sehen, und das ist auch typisch für Autos aus Kalifornien, der hat einen Klimakompressor, der ist leer. Dadurch, dass die Autos, wenn sie nach Europa kommen, immer das R12 entsaugt werden muss, haben wir einfach den Fall, die sind immer leer. Ob der jetzt explizit funktioniert, weiß ich wirklich nicht. Das muss man prüfen. Sollte es so sein, dass man sich den umbauen möchte auf R134A, die Kompressoren gibt es auch in den USA zu kaufen. Das sollte also kein Problem sein. Der hat vom Vorbesitzer auch noch einen Edelbock-Vergaser spendiert bekommen. Damit springt er auch so wunderbar an, das funktioniert. Ja, Servopumpe funktioniert wunderbar, da gibt es auch keine Probleme. So, eine Sache gibt es aber, die ich im Moment als einen Mangel aufweisen kann. Und zwar geht es darum, dieses Zickern, was ich euch vorhin kurz erwähnt hatte. Das sind die Krümmerdichtungen. Warum sind die noch nicht repariert? Das hat einen ganz banalen Grund. Wir haben Kunden mittlerweile bis nach Portugal. Und jeder Kunde ist unterschiedlich. Es gibt die Bastler, die sagen, du gib mir das Auto, wie es ist, mach mir einen geilen Preis, ich kümmere mich um alles selber. Oder wir haben auch die Kunden, die sagen, hör zu, mach mir dann bitte für den TÜV fertig. Ich hole ihn mir in 2 Wochen ab und dann ist das Thema erledigt. So oder so lassen wir uns halt immer die Option offen, den erstmal so darzustellen, wie er ist. Wir haben hier nichts geschönt, nichts poliert, nichts irgendwie schöner gemacht, als es ist, sondern das ist der tatsächliche Ist-Zustand, eine ehrliche Bewertung. Und wir schauen, dass wir da eben für den Kunden das Passende finden. Also wie gesagt, hier müssen die Krümmerdichtungen gemacht werden. Ist wichtig, das ist das Zickern, was wir haben, die Krümmerdichtung. Moment. So, und selbstverständlich gibt es von uns schon die passende Dichtung mit dazu von Felpro. Je nachdem, was für eine Art von Kunden zu uns kommt, kann er sich dann natürlich auch selbst einbauen. Die ist auf jeden Fall mit dabei. Als nächstes schauen wir uns mal gemeinsam die Karosserie an. Und hier möchte ich sagen,
Der Lack ist okay, der ist stumpf. Das ist einfach so ein Arbeitstier, das wird jetzt nicht sonderlich gepflegt, dass man sagt, der kriegt jetzt permanent eine Politur oder sowas. Aber es ist in Ordnung. Der hat jede Menge Dellen, kleine Kratzerchen und sowas alles. Hier haben wir leider die Situation, da hat uns einfach jemand die Embleme gestohlen oder sie sind abgefallen. Gehen wir davon aus, irgendwo auf dem Weg im Container wird das arme Ding einfach so abgefallen sein. Spiegel hat hier eine kleine Delle. Die Türen sehen soweit ganz gut aus. Wenn wir uns das mal so ein bisschen genauer anschauen, dann würde ich sagen, sieht das alles schick aus. Wir haben aber eine Stelle, und zwar die Regenrinnen, oder beziehungsweise Regenrinnen ja nicht, aber die Dachkanten, die haben hier tatsächlich so eine unschöne Stelle. Und das sieht man hier auch. Und ja, das zieht sich hier so ein bisschen durch. Das ist aber noch in Ordnung, das ist jetzt auch nicht durch oder sowas. Also man kann da noch mit arbeiten. Ansonsten haben wir hier die Endspitzen. Das sind so Sachen, die sehen richtig gut aus. Und das Leckerli, das zeige ich euch als letztes. Dann haben wir die Kabine. Die Kabine, die sieht jetzt aktuell sehr wild aus. Warum sieht sie wild aus? Schaut sie euch an. Das hier, meine Damen und Herren, ist vielleicht 3 Wochen deutsches Wetter. Ganz einfach, das Auto stand in Amerika in der Sonne, hat wahrscheinlich sehr viel seltener Regen in seinem Leben gesehen, als in der Zeit, seitdem es hier ist. Ja, also das Bett muss einmal komplett konserviert werden, am besten mit so einem Bedliner oder sowas. Und dann hat man hier auch seine Ruhe. Hier gibt es keine Löcher, hier ist nichts durch. Das ist einfach nur der oberflächliche Flugrost von dem Regen, der jetzt hier einfach runtergekommen ist. So, wollen wir mal schauen, ob der Papa das Ding hier aufkriegt. Aber vermutlich nicht. Obwohl ich... doch! Ja, die ist gerade abgebrochen. Separat wird verkauft eine nagelneue, fast unbenutzte Reflexionsmatte mit dem Kennzeichen Ford drauf. Wir schauen mal, dass wir die wieder rankriegen, ne? Okay. So, hier fehlt so ein Nippel, der ist nämlich abgebrochen. Darf ich Ihnen präsentieren, meine Damen und Herren? Ich habe hier fast einen Neuwagen für Sie. Jetzt schauen wir uns mal die Fahrerseite noch mal kurz an. Auch hier haben wir überall Dellen, Kratzer. Das sind halt einfach so Gebrauchsspuren. Wenn man mal hier so entlang schaut, sieht man, boah, jede Menge Dellen. Aber das ist halt natürlich, wie gesagt, wenn man sich so einen Sprinter nach 5, 6 Jahren anschaut, der sieht auch nicht besser aus, ne? Bevor ich es noch vergesse, eine Sache. Und zwar haben wir hier die Lippe mit an Bord. Wer sie gerne ranmachen möchte, kann sie gerne rantun. Wir geben sie auf jeden Fall erstmal mit und dann kann der Kunde selbst entscheiden, was er damit tut. Aber wichtig ist, dass wir hier eben uns die Kanten unten anschauen und die sind tadellos. Das ist wirklich mega. Wenn wir uns auch hier die Kanten anschauen, dann werdet ihr sehen, mega. Auch hier haben wir die Thematik, dass hier oben so leichter Bläschenbefall ist und auch hier oben so ein paar Pusteln sich entwickelt haben an den Dachkanten. Und auch hier sollte man ein bisschen was dran machen. Aber jetzt schaut euch mal den Unterboden an. Und ich sag euch, der Unterboden ist allererste Sahne. Die Paneele, die Bodenbleche, der Rahmen, das sieht richtig, richtig geil aus. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und das ist eben das Wichtige, dass wir eben so ein Arbeitstier, der muss nicht schön sein, aber der muss zuverlässig sein, der muss stark sein und der braucht gesunde Knochen. Und das hat er hier. Die ganzen Paneele von unten sehen wunderbar aus. Ich habe viele Kunden, die bei mir immer Pickups kaufen, wenn sie ein Haus bauen, kurioserweise. Das heißt, die sagen sich, weißt du was, ich kaufe mir das Auto jetzt hier günstig, fahre den 2 Jahre, baue damit mein Haus und danach verkaufe ich ihn wieder. Also, falls jemand ein Haus baut, ein Zugpferd für seinen Pferdeanhänger braucht oder sonst irgendwas anderes, für den ist das hier ideal. Wir gucken uns jetzt nochmal den Innenraum an, weil der ist nämlich wirklich sehr, sehr schön. So, und jetzt schauen wir uns mal das gemütliche Wohnzimmer von diesem Ding hier an. Und das ist wirklich unfassbar, ne? Diese Velour-Sitze, die sind der Oberhammer, ne? Du sitzt so weich hier drin. Die sind auch echt schön noch erhalten, also muss ich wirklich sagen. Sollte die Geschichte stimmen, dass hier die Omi ihre Pferde durch die Gegend geschoben hat, dann muss das eine sehr kleine, zierliche Dame gewesen sein, weil normalerweise Velour hält nicht so lange. Und ich meine,
Der hat jetzt 95.000 Meilen gelaufen. Mir wurde gesagt, das sei original. Ob das am Ende so ist, ist immer natürlich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wenn es jetzt keine regelmäßigen Rechnungen und sowas gibt. Aber die Sitze, die sehen wirklich Bombe aus. Die sind noch ein bisschen verschmutzt. Da muss wirklich mal so eine richtige Grundreinigung rein. Aber der Beifahrer sitzt, da könnte man auch denken, da hat fast nie einer drauf gesessen. Obligatorisch mit so einer sehr bequemen Mittelarmlehne. Wir haben hier so ein kleines Löchlein, aber das ist der Sache geschuldet, dass man hier einen großen Schritt reintun muss. Und ob man dann einen großen oder einen kleinen Popus hat, das bleibt leider nicht aus. Aber das ist wirklich so ein 1,5-2 cm Loch und ein kleines 0,5 cm Loch. Das kann man wahrscheinlich beim Sattler gut retten. Und wenn nicht, kann man hier wirklich jetzt noch vorsorgen, damit das halt wirklich nicht komplett zugrunde geht. Wenn ich mich mal reinsetze, dann sieht man, man sitzt wirklich sehr bequem hier drin, man hat viel Platz. Man hat da hinten hin diese halbe Kabine, kann man sagen. Das Raumgefühl ist wunderbar. Der Teppich ist natürlich ein bisschen verschmutzt. Das sind so Sachen, wo ich sage, das muss in der Grundreinigung mal gemacht werden. Da gibt es bestimmt gute Aufbereiter, die das ohne Probleme hinbekommen. Egal wie das Auto von außen aussieht. Und ich finde auch diese Ratten oder diese Red Rod-Geschichte voll cool, wo die Autos vielleicht sogar eine Rostpatine haben. Aber innen drin muss ich mich wohlfühlen. Da will ich mich nicht ekeln, das Lenkrad anzufassen. Und wir haben jetzt hier wirklich keine großen Pflegemaßnahmen betrieben. Aber ich finde, dass das wirklich sehr angenehm sich hier drin sitzt. Wenn ich jetzt hier noch die Lehne runter mache, jetzt noch eine Tüte Popcorn ins Autokino, würde ich sagen, ist die Sache auf jeden Fall geritzt. Man hat viel Platz, man kann eine Beifahrerin mitnehmen, hinten können auch noch mal drei Leute für eine kurze Fahrt mitkommen. Also ich würde sagen, der Truck hat alles, was man braucht. Abschließend ist zu sagen, für den TÜV müsste sicherlich nochmal gemacht werden, die Hinterreifen, die Koppelstangen und so ein paar Gummis unten am Fahrwerk. Die Bremsflüssigkeit und vorne die Bremsschläuche sollten auch gemacht werden. Das ist immer ein Werdegang. Ansonsten würde ich sagen, habe ich soweit alles aufgelistet. Solltet ihr einen Pickup suchen, der vielleicht jetzt hier nicht eurem Wunsch entspricht, meldet euch bei uns. Ich denke, wir sollten auch für euch das Passende finden. Ansonsten war es das jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns ein Like da und bis zum nächsten Mal. Atlas Rolls. Und eine Rechnung. Credit Application. Ach, eine Kreditanfrage. Ist ja 1988. Das Auto wurde 87 produziert. März 88. Ach, das ist ja geil. Ich habe hier, und das war hier ganz klein drin, eine Credit Application, also eine Kreditanfrage. Das muss ja dann für dieses Auto hier gewesen sein. Wo haben wir denn hier die Fahrgestellnummer? Da muss ich mal schauen. Aber, ja, $3,800 monatliche Income. $4,000, $50,000 Estimate Value. Ja, also auch sowas findet man, wenn man so ein bisschen rumkramt. Ich würde sagen, auch das bleibt hier im Auto. Der neue Besitzer wird bestimmt viel Spaß haben beim Nachforschen und schauen, was da so hinter der Geschichte steht. Ne? Also das bleibt hier.